Ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber wenn dieses Video 50 Likes erreicht, mache ich auch ein Video zu Convergence. Es ist passiert. In weniger als 24 Stunden. Scheint, als hätte ich ein Versprechen einzulösen. Je nachdem, wie man es betrachtet, ist Star Trek Deep Space Nine The Fallen entweder ein kurzes oder ein langes Spiel. Kurz, weil man die Geschichte theoretisch in 5 Stunden erlebt haben kann. Lang, weil wir die Geschichte aus 3 Blickwinkeln erleben können, womit sich die Spielzeit etwa verdreifacht. Ich würde sagen, dass das Spiel danach auch sein Soll erfüllt hat. Kira hatte zwar ein komplett eigenes Level mit ihrem Besuch auf Bajor und Sisko mit der Rettung der Besatzung auf der Kill Tool, aber Worf fühlte sich insbesondere auf SR3 und Hasteral sehr redundant an, wenn man Siskos Kampagne bereits gespielt hatte. Sobald man das Spiel einmal mit allen 3 Charakteren durchgespielt hat, hat man auch eigentlich alles gesehen. Das ist nicht unbedingt schlimm, aber gerade mit Blick darauf, wie einige Mechaniken kaum genutzt wurden, ist der Wunsch nach mehr Inhalt durchaus verständlich. So saß auch einer der ursprünglichen Entwickler von The Fallen, Eric Reuter, der irgendwann danach das Entwicklerstudio Creative Fusion Design gründete. Ich konnte leider nicht herausfinden, was dieses Studio sonst hervorgebracht hat oder ob es überhaupt an professionellen Projekten beteiligt war, denn alle beigelegten Links sind entweder tot oder führen in mindestens einem Fall auf eine chinesische Platzhalterseite mit Werbung für Glücksspiel und Filme von Erwachsenen für Erwachsene. Aber das Ergebnis ihrer Arbeit und das Thema dieses Videos wurde zum Glück konserviert und auf ModDB neu hochgeladen. Convergence, eine Mod bzw. Erweiterung mit einer völlig neuen Mission für The Fallen. Ein Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Zur Mod, nicht zur Platzhalterseite. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch aber, vorher mein Video zu The Fallen anzusehen, da ich die Ergebnisse von dort als Grundlage nehme. Keine Sorge, ich bin noch hier, wenn ihr fertig seid. Außerdem hat mich ein Zuschauer darauf hingewiesen, dass es einen inoffiziellen DirectX 11 Renderer gibt, der für diverse Spiele funktioniert, die auf dieser Engine laufen, und The Fallen ist eins davon. Convergence profitiert ebenfalls davon und ich nutze es auch in einem Teil des Gameplay-Materials, das ihr sehen werdet. Allerdings hat dieser Renderer keine speziellen Optimierungen für Convergence, wie er sie für die Originalspiele zu haben scheint, was einige technische Probleme hervorrief. Für das Hauptspiel schien er aber gut zu funktionieren. Zwar ist dieser Renderer nicht in jeder Situation ein Upgrade, insbesondere bei Nahaufnahmen von Charakteren sieht man jetzt jedes einzelne Polygon, aber insgesamt tut es dem Spiel meiner Meinung nach gut. Und OBS kommt auch besser damit klar. Convergence spielt nach den Ereignissen von The Fallen. Die Besatzung von DS9 kehrt nach SR3 zurück, als von dort ein Notruf einer geheimen, zwischen Sternflotte und Cardassianern geteilten Forschungseinrichtung namens Facility Omega ausgeht. Ja, sie hat Omega im Namen und hat nichts mit dem Omega-Partikel zu tun. Ich verstehe nicht so ganz, wie diese Zusammenarbeit zustande kam, auch wenn ich mir noch irgendwie vorstellen kann, dass sie zwischen den diversen Regierungswechseln der Cardassianer in Vergessenheit geriet, aber es war wohl so, dass der Angriff auf die Ulysses ein abgekartetes Spiel war, um den gefundenen Drehkörper im Geheimen gemeinsam weiter erforschen zu können. Der Plan war eigentlich ein kontrollierter Absturz der Ulysses, aber tragischerweise kam es doch anders, sodass entgegen der Planung der Großteil der Besatzung nicht überlebte. Neben den Drehkörper wurde auf SR3 auch eine neue und sehr mächtige, aber auch instabile Form von Dilithium entdeckt. Aus diesem konnten letztendlich gleich mehrere künstliche Drehkörper erschaffen werden, die als Energiequelle für eine sehr vernichtende Anti-Raumschiff-Waffe dienen, der kein bekanntes Schiff standhalten kann. Das klingt erstmal sehr vage, wir müssen hier aber bedenken, dass Convergence größtenteils auf Assets des Originalspiels aufbaut. Abgesehen von etwa einem halben Dutzend selbst aufgenommener Voicelines und einiger Objekte, hatten die Macher nur das, was es im Originalspiel gab. Die Geschichte wird daher größtenteils über Infotexte im Menü und ein paar Pads, die Kira suchen muss, erzählt. Das ist, soviel ich weiß, auch das erste Mal, dass das Spiel den Menüpunkt empfangene Daten tatsächlich nutzt. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass dort im Originalspiel hier etwas zu finden war. Convergence nutzt generell einige Dinge, die für The Fallen entwickelt, aber dort letztendlich nicht eingesetzt wurden. Kira bekommt eine eigene schwarze Kampfuniform, sowie die, die Worf und Sisko im Hasteral-Level tragen. In Transportzonen, die nun deutlich häufiger sind, können wir außerdem Energiezellen für unseren Schildgürtel anfordern, die wir auch wesentlich häufiger finden oder aus bisherigen Leveln mitnehmen können. Das würde theoretisch auch in The Fallen funktionieren, nur gibt es dort, soviel ich weiß, keinen Ort, wo Transportzone und Schildgürtel gemeinsam existieren. Dadurch ermöglichen Schildgürtel in diesen Bereichen ein deutlich aggressiveres Spiel, fordern aber auch Backtracking. Für mich ein weiterer Beweis dafür, dass ein regenerativer Schild mit geringerer Kapazität besser gewesen wäre. Und Odo kann per Kommunikator gebeten werden, uns Verstärkung zu schicken, das geschieht aber nur geskriptet an bestimmten Orten. Aber es zeigt, dass entsprechende Voicelines sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch aufgenommen wurden. Andererseits gab es in The Fallen auch keine Mission, wo Verstärkung durch NPCs Sinn ergeben hätte. Neben den Cardassianern stellen sich uns die Jem'Hadar, die Grigari und die Fauna von SR3 in den Weg. Keine Ahnung, wie insbesondere die Grigari von der Einrichtung erfahren haben, aber sei es drum, sie waren noch mit der interessanteste Gegner in The Fallen. Das führt zu ziemlichem Chaos, denn unsere Gegner mögen sich auch untereinander nicht. Gelegentlich werden wir also Zeuge von Gefechten zwischen ihnen. Wobei diese Gegner durchaus einen Hang haben, den Spieler zu priorisieren, wenn sie nicht bereits miteinander kämpfen, und damit warten sie auch, bis der Spieler in der Nähe ist. Hier zeigen sich auch einige Eigenschaften feindlicher Waffen, die vorher keine Rolle spielten. So kann das cardassianische Maschinengewehr unseren Schildgürtel ignorieren, aber das gilt nur für die NPC-Version der Waffe.
Unsere Version kann nicht umgekehrt Grigari-Schilde ignorieren, was schade ist, weil es eine weitere Alternative zu Phaser und EM-Kanone gewesen wäre, um gegen Grigari zu kämpfen. Die EM-Kanone erweist sich erneut als beste Waffe im Spiel, wobei auch das Jem'Hadar-Gewehr in vielen Situationen durch sein Streufeuer mit perfekter Treffergenauigkeit glänzen kann. Je mehr Gegner irgendwo vor uns stehen, desto besser. Die EM-Kanone wurde in den ersten Leveln sogar extra in mehr oder weniger geheimen Bereichen versteckt, man muss also etwas aufmerksamer sein, um sie zu bekommen. Was die Fülle an Waffen aber offenlegt, ist, dass The Fallen's Inventar, anders als das von Elite Force, nicht auf schnelle und gezielte Waffenwechsel ausgelegt ist. Da es in The Fallen auch nicht üblich war, die Waffen aus vorherigen Missionen zu haben, hat es auch wenig Sinn, die Nummern-Hotkeys auswendig zu lernen. Anders als in The Fallen wählen wir nicht zu Beginn einen Charakter, sondern starten als Cisco und wechseln dann alle paar Level automatisch. Es gibt insgesamt 19 Level, wenn wir reine Cutscene-Level nicht mitzählen, je 6 für Cisco sowie Kira und 7 weitere für Worf. Das führt leider zu einigen Problemen, aber lasst mich erst anreißen, was eigentlich unsere Aufgabe ist. In fast jedem Level gibt es mehr oder weniger viele verletzte Sternenflottenoffiziere, die wir mit Musterverstärkern ausstatten sollen, um sie in Sicherheit beamen zu lassen. Ein gutes Missionsziel, das nicht nur passt, sondern uns auch einen Grund gibt, uns gut umzusehen. In einigen Leveln wurde aber übertrieben, hier fehlte wirklich irgendeine Form von Hilfe, um die letzten Überlebenden aufspüren zu können, denn solange man nicht alle Ziele erfüllt hat, darf man nicht den Ausgang eines Levels betreten. Es gibt zwar viele rote Pfeile auf dem Tricorder, aber die sind extrem nutzlos und scheinen meist auf kein Ziel zu zeigen. Kira muss oft noch irgendein Pad finden, was aber kein Problem ist und meist eher nebenbei geschieht. Worf wurde mal wieder zum Verteilen von Sprengladungen verdonnert, deren Explosion wir aber am Ende immerhin mal sehen dürfen. Hier kommt aber auch das größte Problem der Mod. Fast alle technischen Probleme, die Convergence hat, lassen sich auf das Inventar zurückführen. Damit wir mit allen drei Charakteren im Wechsel spielen können, musste ein Fix geschrieben werden, sodass das Spiel drei getrennte Inventare für die Charaktere führen kann. Soweit so gut, nur leider ist das fehleranfällig und es wurden auch einige Verhaltensweisen von Items geändert. Sternenflottenzugangskarten verschwinden nach ihrer Benutzung. In der zweiten Hälfte des Spiels schien das auch zu passen, aber bereits im zweiten Level hatte ich den Fall, dass ich ein Missionsziel nicht vervollständigen konnte, weil ich die Zugangskarte, die ich vorher gefunden hatte, nun nicht mehr besaß. Aber ich dachte mir, wenn das gewolltes Verhalten wäre, müsste es ja auch von einer Karte, die an zwei Terminals gebraucht wird, auch zwei Exemplare geben, nur gab es davon keine Spur. Inzwischen weiß ich, dass es eine zweite Karte gab und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich sie übersehen konnte, aber ich sehe auch nicht die gesamte Schuld bei mir, denn dieses Verhalten ist nicht nur ohne Erklärung anders als im Hauptspiel, sondern es ist auch noch inkonsistent. Im gleichen Level gibt es eine Kommandokarte, die wir für mehrere Türen einsetzen und die das ganze Level über in unserem Inventar verbleibt. Und das Traurige ist, es war auch nicht nötig, die Technikkarte zu doppeln, weil es auch noch andere Zugangskarten wie die Versorgungskarte oder die Bibliothekskarte gegeben hätte. Das hätte vielleicht logisch nicht ganz gepasst, aber wäre vermutlich besser gewesen, als sang- und klanglos die Regeln zu ändern, aber dann auch nur für einige Fälle. Selbst eine kleine Texteinblendung bei Benutzung der Karte, wie sie manchmal sowieso kommt, dass die Karte aus dem Inventar entfernt wurde, hätte genügt. Das Spiel nimmt uns auch zwischen den Leveln die Zugangskarten weg, aber das ist meiner Meinung nach völlig legitim. Hier spaltet sich die Zeitlinie und wir sind leider in der ich die ganze Sache für einen Bug hielt, was ja bei einer inoffiziellen Mod auch nicht mega unwahrscheinlich wäre. Ich habe sogar versucht, der Sache mit meinen gespeicherten Spielständen auf den Grund zu gehen. Und ich sollte vielleicht auch anmerken, dass ihr anders als zu den offiziellen Spielen kaum Suchergebnisse zu dieser Mod hier finden werdet und noch weniger, was tatsächlich mit ihr zu tun hat. Die Homepage der Mod ist wie eingangs erwähnt auch schon längst offline. Also habe ich das Level so weit gespielt, wie es mir möglich schien und dann das Level übersprungen. Und damit habe ich wohl im Prinzip alle anderen Missionen mehr oder weniger zerstört, insbesondere in der ersten Hälfte der Mod. Wie ich bereits erwähnte, muss das Spiel das Inventar für alle drei Spielercharaktere nachverfolgen. Man würde meinen, das sei kein Riesenproblem, auch wenn es das Originalspiel nie vorgesehen hatte. Aber ich nehme mal stark an, dass der Skip-Level-Cheat den Trigger für den Inventarwechsel auch aushebelt. Das ist schon mal ein Alarmsignal, weil diese Cheats immerhin zum Testen der Software geschrieben wurden. Also wenn damit nicht getestet werden konnte, weil es wichtige Spielmechaniken zerstört, womit hat man dann getestet? Save-States würden wohl kaum nachträgliche Änderungen an einer Map berücksichtigen. Für den Wechsel zum ersten Kira-Level funktionierte tatsächlich trotz Cheat-Einsatz alles, wie es sollte. Aber auch wenn ihr die Level-Ausgänge normal erreicht, kann es laut Readme passieren, dass das Inventar nicht korrekt ersetzt wird. Trotz mehrmaligem Speichern und Neuladen startete ich Worfs erstes Level 1:1 mit dem Inventar, das ich als Kira erworben hatte. Es ist nicht mal in dem Sinne hilfreich, dass ihr dadurch einen Phaser bekommt, weil Worf, wenn es korrekt abläuft, tatsächlich mit Phaser und Bartlett startet, wobei ihr nur letzteres über den Hotkey aufrufen könnt, was etwas uncool ist. Aber spätestens hier fing alles an kaputt zu gehen. Erinnert ihr euch an die Sprengsätze, die ich erwähnt hatte? Die hatte ich nur in Worfs erster Mission, weil Kira sie aus irgendeinem Grund hatte. Alle anderen seiner Missionen waren deshalb unmöglich legitim zu beenden, wenn sie die Platzierung von Sprengsätzen erforderten. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass das meine Geduld an dem Abend etwas zerfressen hat. Ich habe inzwischen die ersten 5 Level nochmal mit God Mode im Schnelldurchlauf gespielt. Wenn man weiß, wo man hin muss, gehen die Level auch relativ schnell.
Entgegen der Aussage in der README scheint es aber auch sicher zu sein, Cheats zu nutzen, solange man damit in keiner Form Sequence Breaking betreibt, das mag Convergence nämlich gar nicht. Ganz anders als der Fallen, dem es völlig egal war. Ich hoffe, dass es die Entwickler in diesem Fall einfach nicht besser wussten, denn es gab durchaus kleine Fälle, wo man besser mit Cheats debuggt. Seien es Kollisionsabfragen bei manchen Objekten, die Aussetzer haben, oder Türen, die in der falschen Position stehen blieben und nicht mehr auf die Konsolen reagierten, die sie öffnen sollten. Bei meinem ursprünglichen Run musste ich mich auch einmal durch eine Level-Ausgangstür cheaten, weil ich zwar alle Ziele erfüllt hatte, sie aber nicht auf die Zugangskarte reagierte, die sie öffnen sollte. God-Mode, maximale Munition, No-Clip und Flur könnt ihr auf jeden Fall sicher benutzen, solange ihr wie gesagt kein Sequence-Breaking betreibt. Selbst das könnte in den meisten Fällen in Ordnung sein, das Level, in dem es Probleme verursachte, hat eine eigene Art, den Levelübergang zu lösen. Ich finde es nur inkonsequent, vom Spieler das Vertrauen zu verlangen, dass alles im Spiel funktioniert wie vorgesehen, dann aber an kleinen und großen Stellen einfach die Politur fehlt. Immerhin gibt es einen Autosave vor Levelübergängen, also falls das Inventar einfach zufällig glitscht, solltet ihr ohne Probleme neu laden und dann hoffentlich normal weitermachen können. Das sind auch die einzigen Fälle, in denen das Spiel automatisch speichert, also passt auf. Ich kann nur begrenzt über das Balancing sprechen, ich fand aber, dass ich in den letzten Leveln selbst mit der absurden Munitionsmenge, die ich aus Kiras Level in der ersten Hälfte, wo ich aufgrund der genannten Ereignisse auf Cheats zurückgegriffen habe, mitgebracht hatte, mit mehreren Waffen leer lief. Ich konnte so aber ein bisschen mehr mit den verschiedenen Waffen experimentieren. In Convergence bietet es sich an, standardmäßig den Phaser oder das Phaser-Gewehr zu verwenden, da ihr hier am leichtesten Munition bekommt. Der Granatwerfer kann an einigen Stellen genutzt werden, um durch halbgeschlossene Türen oder einen Aufzugsschacht hinunter zu feuern. Das Jem'Hadar-Gewehr eignet sich perfekt, wenn wir viele Gegner auf engem Raum vor uns haben. Müssen wir aber öfter das Ziel wechseln, könnte das Cardassianer-Gewehr besser geeignet sein. Plasmawerfer und M-Kanone sind eine gute Wahl, wenn ihr es mit mehreren Grigari gleichzeitig zu tun bekommt. Anders als The Fallen legt Convergence es nicht wirklich darauf an, euch erschrecken zu wollen, aber es ist auch nicht darüber erhaben, den ein oder anderen Cheap Shot abzufeuern. Ich bin wirklich kein Fan davon, wie oft Gegner direkt vor uns gebeamt werden, wodurch sie vorher nicht vom Tricorder entdeckt werden und während der Beam-Animation im schlimmsten Fall noch einen ersten Treffer landen. Convergence spawnt auch einige Male mehrere Gegner an die exakt gleiche Stelle mit einigen Sekunden Verzögerung, was für mich ein paar Mal die Frage aufwarf, ob mit Endlos-Spawns gearbeitet wurde. Das scheint zum Glück nicht so zu sein, das wäre nämlich in Sachen Gesundheit und Munitionskosten ein Fass ohne Boden. Ansonsten gibt es auch einige Orte, die ich nur so zusammenfassen werde. Wenn es nach Falle oder Hinterhalt aussieht, ist es in 90% der Fälle auch so. Dafür geizt Convergence aber auch wirklich nicht mit Hypo-Sprays, sodass ich auch verzeihen kann, dass es ein paar Orte gibt, wo ihr praktisch nicht vermeiden könnt, zumindest minimalen Schaden zu nehmen. Das liegt aber auch wieder offen, dass The Fallen schon bei Umgebungsgefahren schlecht kommuniziert hat, was euch nur ein wenig schadet und was euch instant töten wird. Kommen wir zur Masterfrage. Kann ich Convergence empfehlen? Ich muss ehrlich sein, nach dem ersten Stream sah ich zunächst keinen Sinn, die zweite Hälfte noch zu spielen, weil es so sehr schief ging. Was ich schade fand, weil, und das hat sich jetzt im Nachhinein für mich auch bestätigt, Convergence genau das ist, was The Fallen fehlte. Endgame-Content. Eine lange Mission, in der wir nacheinander alle Waffen kriegen, auf fast alle Gegner treffen und uns einfach ein wenig austoben können. Und letztendlich ist das hier eine kostenlose Mod. Wenn ihr The Fallen besitzt, könnt ihr Convergence selbst ausprobieren. Über die Lücken des Plots müssen wir nicht groß reden. Auch wenn es mehr ist, als ich selbst einer Fanfiction bereit wäre zu verzeihen, ergibt es traurigerweise trotzdem noch mehr Sinn als manches von dem, was uns die letzten Jahre von den echten Trek-Serien vorgesetzt wurde. Ja, ich meine dich, Star Trek Picard! Schade ist nur, dass es nur noch wenige Bezugsquellen für die Mod zu geben scheint, die ursprünglichen Entwickler keine Online-Präsenz mehr zum Projekt unterhalten und es auch keine weiteren Modding-Projekte dieser Art inspiriert hat. Ich selbst habe für dieses Video Convergence leider nicht so erlebt, wie es vom Entwickler vorgesehen war. Aber wenn ich das nächste Mal Lust auf The Fallen bekomme, wage ich mich vielleicht stattdessen an einen weiteren Versuch an Convergence.